So Leute, in Bezug auf Geburtsort entscheidet über die Zugehörigkeit zu einem Volk, so wie man es ja hier am laufenden Band, also von den heutigen Deutschen so hört. Hier ein ganz tolles Buch mit dem Titel Atlas der Länder, die es nicht gibt. Ich hoffe, das kann man soweit ganz gut erkennen. Von einem Nick Middleton. Ich glaube nicht, dass er Deutscher ist, aber ist ja auch wurscht. Ja. Also von Deutschen kriegen wir, glaube ich, solche Bücher auch nie wieder zu sehen. Es geht aber um Länder, die es sehr wohl gibt, ja, die aber international größtenteils nicht anerkannt sind oder bisher nicht anerkannt sind. Und es geht um solche Länder wie zum Beispiel, ja, welche sind im Westen eher bekannt? Katalonien, ja, das rechtlich zu Spanien gehört, Tibet, ja, in China, im heutigen China. Oder Abchasien gehörte zu Georgien, hat sich aber dann abgespalten. Ich glaube 2008 so gab es dann Krieg, wird aber vom Westen bis heute nicht anerkannt. Ja, das Beispiel, wie das hier so im Buch aussieht, zeige ich mal. Hier ein Beispiel Tibet, so sieht das im Buch aus, ja. Und jedes Land hat natürlich auch seine Nationalfahne. Hier kann man es sehen. Ja. Dann gibt es natürlich noch so kleine Infos dazu. Ja. Auf der Rückseite dann noch die Karte. Und noch mehr Infos. Ja. Okay. Also, so ist das Buch aufgebaut. Ist aber, ja, würde sagen, nicht gerade dünn. Kann man sehen, wie viele Länder es gibt. In Wirklichkeit. Ja, nicht nur die, die oft unseren bekannten Karten eingezeichnet sind oder auf dem Globus zu sehen sind. Also in Russland sieht der Globus zum Beispiel auch etwas anders aus, ja, weil da zum Beispiel Abchasien anerkannt ist, ja, da findet sich auf dem Globus also Abchasien, in unserem deutschen, auf unserem deutschen Erdball nicht. So verrückt ist die Welt. Und dann das mit dem Kosovo ist natürlich genauso eine Geschichte. Da ist es so, dass wir den Kosovo als unabhängiges Land auf unseren Landkarten zu sehen bekommen, in Russland aber nicht, weil die Russen akzeptieren die Unabhängigkeit nicht in diesem Fall, ja, aufgrund des Krieges da. Und sehen den Kosovo immer noch als Teil Serbiens. Ja, oder hier noch ein Beispiel, um bei jetzt bei der Sowjetunion zu bleiben. Es gibt noch das Land Transnistrien. Transnistrien gehörte auch zur Sowjetunion und war und innerhalb der Sowjetunion gehörte es zur moldawischen Sowjetrepublik. Und es führt immer noch, also Transnistrien führt immer noch die Sowjetflagge von Moldawien. Ja, sogar mit dem kommunistischen Hammer- und Sichelsymbol, ganz verrückt. Ja. Hier die Infos noch dazu. Ja. Rechtlich gesehen gehört Transnistrien zu Moldawien, an einem unabhängigen Staat heute. Ja. Da ist Transnistrien, ja, Moldawien, da ist Transnistrien, wird aber weder von Russland noch vom Westen, also von Moldawien, als unabhängiges Land anerkannt. Dazu muss man sagen, in Moldawien, im Kernland Moldawien, leben vorwiegend rumänischstämmige Menschen. Moldawisch ist keine Sprache zum Beispiel. Moldawisch als Sprache existiert gar nicht. Das ist ein rumänischer Dialekt. Und die Bewohner Transnistriens aber sind vorwiegend russischsprachig, zum geringen Teil auch ukrainischsprachig, sehen sich aber als Russen. Insgesamt größtenteils und ja, darum auch diese Transnistrische Republik und wollen sich damit ja von Moldawien natürlich abspalten, haben sich auch abgespalten, werden aber nicht anerkannt. So, auch ein spannendes Thema. Also, die werden zwar nicht anerkannt, aber trotzdem gibt es ja die Menschen. Die Menschen sind ja da. Ja. Deswegen ist es mir also eigentlich im Grunde, wenn es jetzt um die Menschen, um die Nationalitätszugehörigkeit geht, sollte es eigentlich scheißegal sein, ja, wie das gerade da rechtlich aussieht, weil die Menschen, die existieren ja, ja.
Wenn die Menschen sich nicht, wie im Falle Transnistriens, als Teile der moldawischen Nation sehen, dann sind sie auch nicht Teil der moldawischen Nation. Ja. So, was haben wir noch? Ja, dann gab es noch bis 1941 so etwas wie die Wolgadeutsche Republik. Ja, auf meinem Kanal habe ich schon öfters darüber erzählt. Und auch heute noch gibt es im Osten Russlands sogenannte nationale Landkreise für Russlanddeutsche. Der Ansicht der heutigen Bundesdeutschen nach ist es jetzt aber so, dass es all diese Länder und Völker, also ein paar Beispiele habe ich jetzt genannt, überhaupt nicht geben dürfte. Die dürften überhaupt nicht existieren, weil ja, die gehen ja davon aus, also viele heutige Bundesdeutsche, dass ja nur der Geburtsort, wie gesagt, über die Nationalität entscheidet. Genauso wenig dürfte es aber zum Beispiel auch die Sorben oder Wenden, die in Deutschland, sogar in Deutschland, ja, in einem Nationalstaat im Westen, genauso wenig dürfte es diese Sorben oder Wenden nicht geben. Das wird hier in Deutschland also als eine tatsächlich als eine nationale Minderheit anerkannt. Obwohl die seit Generationen, das ist eine slawischsprachige Minderheit, die seit Generationen auf deutschem Territorium lebt, ich glaube vorwiegend in Sachsen, in der Lausitz. Also alle, um jetzt zurückzukommen auf die Russlanddeutschen, alle Deutschen, die in Russland geboren sind, sind natürlich Russen. Demnach, ja, dieser vereinfachten Ansicht nach, dass der Geburtsort über allem entscheidet. Alle Kurden sind Türken oder Iraker, weil das Territorium Kurdistan, das Land der Kurden, liegt heute auf dem Territorium vorwiegend des Iraks und der Türkei. Ja. Und die Tibeter, der lieben Tibeter, ja, dürfte es auch nicht geben, der heutigen deutschen Logik nach, weil Tibet auch offiziell kein unabhängiges Land ist. Es ist ja Teil Chinas. Ja, also, puff, es gibt gar keine Tibeter. So einfach ist das. Daher nicht anerkannt. Ja, nach all diesen Sachen denke ich mir oft, wir leben wirklich in einem Land von konsumsüchtigen Vollspasten. Anders kann man das manchmal nicht ausdrücken. So das, was den Menschen ausmacht, das, oder was der Mensch zu sagen hat, das geht einfach völlig den vielen Leuten am Arsch vorbei. Ja, man hat eine aufgesetzte Denkweise und daran hält man fest, und was der andere sagt, der Neuankömmling oder was, das ist völlig egal, scheißegal, was da vor sich geht in Tibet, in Abchasien oder Transnistrien oder Südossetien, ja, oder Tuva, ja. Hat doch kein Schwein was davon gehört in Deutschland, von diesen Ländern. Viele Menschen aus diesen Ländern leben aber auch in Deutschland, ja. Wolgadeutsche Republik, ja, wegen dem Vorrücken der Nazis nach Wolgograd, nach Stalingrad, ja, aufgelöst. Dann die Leute wie Vieh nach Sibirien und Zentralasien deportiert, unterwegs 300 bis 500.000 Menschen gestorben. Ja, dann kommen sie hierher, weil sie auch jahrzehntelang nach der Deportation Diskriminierung erfahren haben, aufgrund der deutschen Abstammung. Ja. Ausübung der Sprache, Religions-, Gottesdienste und so waren verboten, mussten sie alles heimlich durchführen. Dann kommen die Leute hierher nach Deutschland, um endlich Ruhe zu finden, um endlich, oder ihresgleichen, wie das früher noch hieß, ja, zu leben. Und dann sind sie hier auf einmal Russen. Dann
dann sagen dir die Leute hier, das habe ich selbst tatsächlich gesehen, sagen die Leute hier, wenn die wütend werden oder so, ach, ihr Russen habt doch so viele deutsche Frauen und sowas vergewaltigt oder sowas. Ja. Gerade zu den, das sagt man zu Russlanddeutschen, ja, zu Jungs, die aus russlanddeutschen Familien stammen, deren Vorfahren unter den Russen gelitten haben, ja, die deportiert worden sind. Ja, und das sagt man zu denen. Also das ist völlig, völlig geistesgestört. Vollkommen. Und ja, ich erinnere mich noch an eine andere Situation, da war ich mit ein paar Kollegen und dem Chef auf dem Oktoberfest in München. Und da erwähnte ich kurz die Deutschen in Brasilien. Ich sagte, das sind die, kennst du die Deutschen in Brasilien, die Alteingesessenen, da schon seit Generationen leben und richtig heftig auch den Oktoberfest feiern. Auch richtig deutsch, also in Dirndl etc. pp. Und das reichte schon für ihn, um auszuflippen. Ja, da flippte er schon aus, das hat man schon gesehen am Gesicht. Und meinte dann so gereizt, das ist doch alles Schwachsinn hier, was du redest. Ja, politisch völlig unhaltbar. Alteingesessene Deutsche, wo hast du das bloß her, ne? Sowas. Und also so habe ich mich dann auch schon früh entschieden, also wenn ich sowas gehört habe, dass ich mit solchen Wichslappen also auch nicht weiter zusammenarbeiten möchte. Ja. Und wozu auch? Ja. Und wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, du nimmst das persönlich, ja, ich werde es auch immer. Ich werde es auch bis zu meinem Tod persönlich nehmen, wenn meine Leute angegriffen werden. Ja. Also ich sehe zum Beispiel die Deutschen da in Brasilien als meine Leute. Stammen viele auch von Russlanddeutschen ab. Nur mal so nebenbei. Und wenn du auch noch weißt, wie viele Leute so mitgemacht haben, dann denke ich mir dann erst recht, ja, was soll das denn? Auf Leute irgendwie einprügeln, die wirklich sich bemühen, irgendwie ein gutes Leben zu führen. Und ja, ich nehme es persönlich, weil es ist ja auch logisch, wenn so ein Vollotto sowas sagt, zum Beispiel, wie in diesem Fall, dass das ja dann auch auf mich zurückfärbt. Also er hält diese Leute für Spinner, ja, dann hält er auch mich für einen Spinner, ja. Also dann bin ich ja für ihn auch keine Ahnung, auf jeden Fall kein Deutscher, ja. Das ist unhaltbar, mich so zu bezeichnen. Unhaltbar ist das. ja. Wobei die Leute können mich nennen, wie sie wollen. Ich werde sowieso mein Ding machen. Ja, es geht hier einfach. Es gibt einfach Leute, ich finde, die haben einfach so ein stärkeres Gefühl für Recht und Ordnung. Ich meine das jetzt im positiven Sinn. Und ja, ich versuche auch so zu denken. Und was heißt auch dieses politisch unhaltbar? Ja. Also scheißegal, wie irgendwelche Politiker gerade mal eben zu diesen Dingen stehen wollen, weil die Meinung ändert sich ja ständig. Politischen Ansichten ändern sich ja ständig. Deswegen ist es völlig relativ, völlig scheißegal, was die Politiker da gerade denken. Die Menschen sind ja da. Ja, wenn diese Deutsch-Brasilianer ja, sich für Deutsche oder Wolgadeutsche oder was weiß ich halten, ne? Dann ist das so, ja. Wenn sie diese Tradition leben und so weiter, in ihren Dialekten sprechen, in ihren bestimmten Nationalsprachen sprechen, dann gehören sie auch dieser Ethnie an. Ja. Denn wenn die Ethnie da ist, dieses Volk, diese Volksgruppe da ist, dann ist sie eben da. Ja, und daran kann man auch nichts ändern. Ganz einfach. So, ja, das wär's. Und hier vielleicht sich mal dieses Buch anschauen.